Es gibt wieder ein paar Neuigkeiten hier in RF4 und die sind echt gut und super hilfreich. Und zwar gehen wir dazu mal hier ins Forum und schauen uns, ich zoome doch mal ein bisschen mehr rein, dann ist es ein bisschen größer, und schauen uns hier einen Beitrag an. TPCatcher hat das hier schön gepostet. Und zwar nennt sich das Ganze hier Hotspots. Hotspots aus allen Gewässern. International zusammengetragen sozusagen und vereint in einem Post, in einem Beitrag. Und hier haben wir es. Sämtliche Gewässer einmal komplett. Alle gerade natürlich aktuell geupdatet, weil sie gerade aktuell neue Daten bekommen haben. In der Zukunft sehen wir dann quasi hier zum Beispiel Moskitosee. Wenn dann neue Daten gerade aktualisiert wurden, dann steht nur an der einen Stelle Update. Aber im Moment, ja, sind natürlich alle gerade ganz neu. Und ja, wir haben hier jetzt quasi die Info. Liebe Spieler, um diesen Beitrag nutzerfreundlich zu gestalten, kombinieren wir Hotspots aus verschiedenen Gewässern in diesem Beitrag. Das heißt also, wir haben hier erstmal die Übersicht von allen Gewässern. Wir gehen da gleich im Detail auch nochmal drauf ein. In dem Beitrag werden sowohl aktive als auch reguläre Spotdaten der jeweiligen Gewässer ersichtlich sein. Also, alles, was man halt so an Spotdaten findet, wie gesagt, aus Discord, Forum und so weiter. Hier unten steht schon, die Daten werden von unterschiedlichen Plattformen, unter anderem Foren, Discord, gesammelt und stellen keine offizielle Angabe dar. Also es ist jetzt nicht so, dass RF4 sagt, Leute, geht da hin und angelt da, sondern Umkehrschluss sozusagen. Die Leute gehen da hin und angeln. Und RF4 sagt, ah, ihr geht da angeln, hier sind die Daten, wo ihr angeln geht. Also die meisten oder die populärsten Stellen sozusagen, die halt immer wieder auch auftauchen im Forum, in den Discord-Channeln, beziehungsweise natürlich in den offiziellen Discord-Channeln, aber auch zum Beispiel bei uns hier im Discord, da findet man das natürlich auch. Also diese Daten oder diese Spots sind recht bekannt. Ihr könnt gerne weitere Spotdaten teilen, welche sich noch nicht in der Liste befinden. Also wenn dir da was auffällt, gerne diese Spotdaten teilen. Der Intervall, in dem der Beitrag aktualisiert wird, kann variieren und hängt von Spieleraktivitäten ab. Ja, das ist natürlich auch nochmal so ein Ding. Also wenn keiner irgendwie freiwillig zur Sura geht und da angeln möchte. Apropos Sura, aktuelle Spotdaten. Wir gehen mal eben rein. Ja, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich gerade im Discord schon etwas gesehen. Und zwar geht es da um diesen Spot 142. Ist auch hier jetzt mit aufgelistet, sehr schön. Und der betrifft Marmorkarpfen und Silberkarpfen. Und wir haben hier tatsächlich 142 angemarkert. Scheint aktiv zu sein. Gerade auch, wie gesagt, im Discord bei uns gefunden. Und gerade auch im Ingame-Chat schon lesen können. Ja, der Spot, der läuft aktiv. Also, das ist doch schon mal nicht schlecht. Dann könnte man jetzt hier beim Rotauge gucken, 60-44 ist das der Klassiker. Das ist der Klassiker, der ultimative Rotaugen-Trophy-Spot. Also wenn man da Trophys handeln will, geht man an die Stelle. Ich finde von der Übersichtlichkeit super gut gemacht. Für Zander natürlich auch immer wieder spannend. 63-113, da sind wir hier in dem Bereich. Im 7-Meter-Loch, dass man dann da Zander fängt zum Beispiel, oder hier auf der 100, 230. Es sind einfach, ich sag mal, für die alten Spieler sind das so selbstverständliche Spots, so ganz klare Klassiker, dass da immer mal was zu suchen ist. Gehen wir mal auch an einen Gewässer, zum Beispiel Bärensee. Da gibt es eben auch die klassischen Spots wie 55, 64, wie 44, 50 oder hier 55, 33, 31.
das sind halt so diese absoluten, ich sag mal, drei Hotspots auch hier. Aber eben auch hier immer wieder andere Stellen, wo gefangen wird. Was haben wir denn hier bei der Goldschleie zum Beispiel? Nix. Nichts, was gerade hier großartig aktiv scheint. 44,50 scheint hier gerade gemarkert zu sein. Genau. Die Güster. Nicht schlecht. Ein Fisch, der auch immer gerne gesucht wird. Barbe. 44,50, 55,33. Heißt also, wenn man sieht, hier ist was aktiv, dann ist das halt eine geupdatete Version sozusagen. An der Stelle kann man es dann gerne mal probieren. Ja, aber natürlich auch hier die hochleveligen Gewässer, Yama zum Beispiel, auch da sieht man dann ganz gut, an welchen Stellen immer wieder gerne geangelt wird. Ich finde von der Übersichtlichkeit sehr schön gemacht. Tunguska rennt gerade auch richtig gut. Und dass man dann hier auch noch die verschiedenen Kandidaten hat, auch sehr, sehr gut. Ja, hier wird mir jetzt zum Beispiel der Amurwels fehlen, der gerade auch immer wieder noch hier reingeht. Gucken wir nochmal eben nach dem Lennock, den hatten wir ja auch gestern noch in mehrfach sozusagen. Wobei da ist natürlich jetzt mit der großen Auswahl hier, da ist natürlich einiges drin. Trolling 7,5 zu. Das ist sogar im Französischen jetzt. Ja, da haben wir hier französische Daten. Also ihr seht, die ganzen Daten werden halt von überall auch zusammengezogen. 7,5 zu 12,5. Triagin Saibling 94, 170. Da gucke ich doch gleich mal. Und dann mache ich mich da gleich mal auf dem Acker und werde das von da aus testen. Apropos, der Fisch hier an der Stelle auf 80 hatte ich es jetzt die Tage probiert mit der Matchroute in den Schatten der Bäume da, also in Richtung 11 Meter werfen. Dann, man sieht auf dem Wasser so eine Zeichnung von den Bäumen und in den Schatten quasi reingeworfen von der Entfernung aus mit der Matchroute auf 5,70 Meter Tiefe, Eintagsfliege und Eintagsfliegenlarve. Da sind ein paar Triagin reingegangen mit 3 Kilo plus. Ja, also, das ist der Beitrag, das sind die News. Und ja, die News aus dem Forum. Und das sieht gut aus. Das ist tatsächlich mal eine richtig schöne, gute Übersicht. Gerade natürlich auch für Anfänger super geeignet. Oder wenn man den Don Kaulbarsch sucht. Aber man sieht auch hier, dieser Fisch ist einfach random. Er wird überall gerne mal gefangen. Und der Spot mit 110, der ist gar nicht dabei. Das wäre zum Beispiel einer, der ist glaube ich hier, wo zuletzt, genau hier ist 107, ich glaube hier ist 110, wo zuletzt auch schon wieder die 300 Grammer Don Kaulbarsche gefangen worden sind. Also es gibt weitere Spots, es wird immer noch aktualisiert. Hier ist zum Beispiel der 110, wo die Güste auch immer mal mit reingeht, genau. Ja, abgefahren. Alte Festung, super viele Spots. Also, ihr habt viel zu testen. Coole Sache, finde ich mega geil. Das sind halt alles Spots, wie gesagt, noch einmal aus der Community. Für die Community. Aalangeln war gestern auch nochmal erfolgreich. Wir haben ja ein spontanes Wettangeln gemacht. Zwei Trophies wurden gefangen im Wettangeln. Gar nicht schlecht. Hier auf 35, 58, der klassische Aalspot hier oben direkt am Anleger auf Fischfetzen. Also, ran da, ab ins Forum und dann mal gucken, auch hier mit den Schlepprouten, ne? Einfach hier in dem Bereich schleppen. Tipptopp, coole Sache, coole Aktion, finde ich mega geil. Kann man sich richtig gut dran orientieren, wenn man ahnungslos ist im Game. Einfach hier mal die Essenz sozusagen aus allen Beiträgen, Forum, Discord und Co. Ja, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen. Hier bei dem Beitrag ist einfach mal eine geile Aktion. Und natürlich beim Video, Kanal abonnieren nicht vergessen, wenn du die nächsten News nicht verpassen willst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags um 19 Uhr. Petri.